Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Rock EP Bundle von Dame. Alle weiteren Informationen zu dieser EP, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Bundle und zur EP findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Rock EP von Dame, das Ganze am 28. August erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, ein Bundle in einer Box, das gibt es selten, freut mich natürlich umso mehr. Wir werden das erstmal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Die meisten Bundles kommen ja dann doch irgendwie in Folien eingeschweißt oder in irgendwelchen Säckchen, in irgendwelchen braunen Kartons, wenn überhaupt. Aber hier hat man es tatsächlich geschafft, das Bundle auch noch in einen etwas ansehnlicheren Karton, in eine schönere Verpackung zu packen. Also wir haben hier einmal das Cover. Und zwar haben wir hier wie eine klassische Spielkarte, in diesem Fall eine Dame mit Dame drauf, eine Pik-Dame. Und hier eben gespiegelt, wie bei so einer Spielkarte, auch der Interpret abgebildet, einmal oben, einmal auf dem Kopf. Dann lesen wir hier noch, Dame Stream Records präsentiert, Dame Rock EP. Ja, im Jahr 2015, da kam ja schon die Soul EP. Also Dame ist auf jeden Fall einer, der gerne verschiedene Genres so verbindet oder ausprobiert. Hier lesen wir auch wieder Dame, auf der rechten Seite Rock EP, nochmals Dame, nochmals Rock EP. Und wenn ich es richtig deute, dann ist das ja so ein Schuber, den man hier dann aufschieben kann. Und auf der Rückseite lesen wir hier noch Limited Edition Bundle, Rock EP CD, Limited Dame Army Multifunktionstuch in Schwarz, Limited Dame Shirt im Pick Design Schwarz, Gitarrenplektrum im Dame Stream Records Design, Gitarrenplektrum im Dame Pick Design, Limited Dame Autogrammkarte im Spielkartendesign, echte Poker Spielkarte. Ja, dann hier noch die Beteiligten, Social Media und so weiter. Und hier haben wir noch einen Sticker mit Barcode und ein L. Was hat es damit auf sich? Das Ganze konnte man größentechnisch auswählen, also auf das Shirt bezogen. So, wir haben hier so einen Pappschuber, den wir jetzt abgezogen haben. Ich glaube, wenn man regulär bestellt hat, zum Beispiel über Amazon oder dergleichen, dann war standardmäßig Größe L. Aber wenn man über den Shop von Dame direkt bestellt hat, dann konnte man meines Wissens die Größe individuell wählen. Ja, ich habe mich für L entschieden in diesem Fall, also für ein reguläres Bundle über Amazon. So, wir haben hier als Bundle-Inhalt zum einen mal das Shirt. Dann haben wir mit dabei natürlich die EP, die Rock EP. Dann die Gitarrenplektren, Guitar-Picks, zwei Stück. Dann haben wir hier die originale Karte, die Spielkarte. Und die beiden zusätzlichen Inhalte, also das Bandana, dieses Multifunktionstuch. Gut, so sieht das von innen aus, in dunkelgrau, schwarz und weiß. Dann packen wir mal wieder den Pappschuber darüber, wenn es gelingt. Nein. So, aber jetzt. So, dann kann man das hier wieder zusammenschieben und dann packen wir das mal zur Seite. So, es sind tatsächlich bis auf diese Spielkarte alle, wirklich alle Inhalte des Bundles in Folie. Bedeutet, wir werden das mal hier aus der Folie rausholen. Nummer 1, das Shirt. Auch hier wieder ein L aufgeklebt. So, Shirt zur Seite. Dann haben wir mit dabei eine weitere Folie. Hier befindet sich Folgendes drin, und zwar das Multifunktionstuch. Dann die beiden Gitarrenplektren. Und natürlich die EP an sich. Die ist auch noch eingeschweißt. Werden wir auch mal befreien. So, und dann kann es auch schon losgehen. So, das ist die EP, Rock EP von Dame, kommt hier in einem Digipack. Design ist ident mit dem, was wir von der Box kennen. Auf der Seite sieht das so aus, Dame Rock EP einmal und dann nochmal gespiegelt. Dann darunter die Katalognummer.
Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 6 Tracks an der Zahl und ein Feature ist auch noch mit dabei. Dann darunter wieder Barcode, Beteiligte und so weiter. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, als erstes haben wir hier ein Booklet. Das sieht so aus, wir haben hier die kompletten Lyrics Wort für Wort abgetippt. Wunderbar. Also, hier kann man dann gut mitsingen oder nachlesen. Jeder Track hier weiß auf schwarz abgedruckt. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch den letzten Song, Nummer 6. Und das war's mit dem Booklet. Ja, also sehr textlastig, wenig Fotos oder irgendwas dabei. Dann haben wir hier eine umfangreiche Danksagung. Also die ist echt enorm. Kann man sich hier mal gerne das Video kurz anhalten und dann kurz durchlesen. So, dann kommen wir zur CD. Die ist auch in diesem Schwarz-Grau und Weiß gehalten. Wenn ich sie auch noch rausbekommen würde. So, aber jetzt, so sieht das aus. Gut, so viel zu der EP. Dann haben wir als nächstes dieses Kärtchen hier dabei, das begleitend bei den Plek drin dabei ist. So sieht das aus, auch das so ein bisschen an Spielkarte angelehnt. Und zwar haben wir hier 2 Gitarrenplek drin, ein großes und ein kleines. So, das größere hier mit Damestream Records Design auf der Rückseite in diesem Grau-Schwarz. Und das zweite kommt hier ganz schlicht im Dame Design, also der Schriftzug. Und Rückseite wieder blank. Also in 2 verschiedenen Größen und 2 verschiedenen Designs diese Plek drin. Dann haben wir als nächstes diese Spielkarte. Also auch hier wieder das gewohnte Design hier, das gespiegelte Design von Dame. Und auf der Rückseite auch nochmal das Artwork, das Logo vom Label. So sieht das aus. Dann haben wir einen... Nicht einen Schal, sondern ein Halstuch, ein Multifunktionstuch. Das kommt ja auch wieder passenderweise in Schwarz und Weiß. Ist beidseitig bedruckt mit Dame Army, also den Supportern von Dame. Und hierbei gab es auch nochmal so ein kleines Zettelchen als Beilage. Und zwar lesen wir hier 10 in 1. Bedeutet, das sind so die Varianten, in denen man dieses Multifunktionstuch tragen kann. Je nachdem, wie man es einsetzen möchte. Gerade jetzt so in Zeiten von Corona bietet sich natürlich hier dann Nummer 3 gut an. So, genau, hier steht es noch Original Multifunctional Elastic Bandana. Und das Ganze ist aus 100% Mikrofaser. So, ja, so sieht das aus. Von innen weiß, kann man dann natürlich je nachdem überstülpen, sich drauf machen und dann entsprechend die Dame Army repräsentieren. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier noch mit dabei ein Shirt. Und zwar kommt das Shirt hier in Schwarz, hat hier in der Mitte auf der Brust den weißen Schriftzug Dame, wobei das A hier wieder ein Pick-Symbol ist. Auf der Rückseite auch wieder, aber eben nur die Konturen. Auch wieder der Dame-Schriftzug hier als Neckprint. Ansonsten der Rücken schwarz komplett. Und bei diesem Shirt haben wir es zu tun mit einem B&C Exakt 190 in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Was die Größe betrifft, wie gesagt, die konnte man sich ja individuell auswählen, wenn man über den Shop bestellt hat. Ansonsten hat man, so wie ich, standardmäßig L dabei. So, dann packen wir das Shirt wieder zusammen und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box, in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L, wie gesagt, Größe im Dame Shop variabel wählbar. Dann das Multifunktionstuch, das Multifunktionsbandana hier im Dame Army Design. Die beiden Gitarrenplek drin hier in Schwarz, die Dame Spielkarte. Und natürlich die EP an sich, die Rock-EP im Digipack mit 7 Tracks. Jawohl, das alles in diesem
wunderbaren Bundle. Rocky P von Dame. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der EP bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Dame unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.